kurzes Video. Ihr kennt ja meine Methode mit dem Entsaften. Ich nehme einen Mixer, puff, kommt das Zeug rein, gemixt. Dann Klinke mit dem Stampfer halt Klinke gemacht und dann geht das durch ein Tuch und wird ausgepresst. Und jetzt gibt es eine neue Erfindung hier, eine neue Maschine. Da brauche ich nicht mehr stampfen. Wie heißt das Ding? Corum? Wurde es so gelesen? Corum? Ja, und da braucht man das nicht mehr machen. Das ist gut. Also geht super. Man stopft es einfach hier vorne rein. Oh, jetzt habe ich doch eine Karotte. Jetzt hier, jetzt kann ich die Karotte einfach so reinwerfen. Ohne. So, jetzt habe ich gerade Brennnessel, jetzt sind die Melone so, und Karotte. So. Und los geht's. Auf jeden Fall super Sache. Lässt sich super reinigen. Also ich bin total begeistert. Und man kann zum Schluss auch dann noch den Trester reinmachen und den auch nochmal auspressen. Also ich hatte ja zuvor Angel, Queenstar, wie die alle hießen. Was gibt's noch? Den Champion und verschiedene Zentrifugen, alles in 30 Jahren alles ausprobiert. Aber das ist gut. Man spart Zeit. So, und jetzt macht man hier auf und dann läuft's raus. Das ist super. Zu viel. Oh, jetzt hätte ich ja bald so einen Fehler gemacht. Ja, ich nehme immer wieder das Tuch, dann kann ich es nochmal nachpressen. Weil es ist ein bisschen grob, aber mir gefällt das. Also super, super Sache. Ich glaube, es waren die 600 Euro. Hatte ich jetzt das letzte Mal auf der Messe, gab es den wohl auch. Und, warte, ich mache einen leiser. Auf der Messe in Berlin hatte ich glaube irgendwie Julia Roh hatte den auch vorgeführt und da gab es aber mit Stampfer, da kostet wohl nur 300, aber dass man da hier nichts mehr machen muss, das ist natürlich sensationell, also wirklich, das ist gut, also total begeistert, also und er lässt sich super reinigen, also fast wie der Mixer, aber wirklich auf diesem Level und vor allen Dingen auch jetzt hier mit dem Trester, der ist schön aufgeräumt, das ist eine super Sache, sehr gut.